have no weapons! All mine one! Go forward! To the motherland! Ja, also diese Szene dürfte man ja schon aus diversen Spielen kennen. Es geht hier gerade um den Kampf um Stalingrad. Und das wird auch in Company of Heroes, dem neuen Echtzeitstrategiespiel, sehr gut inszeniert. Es sieht fast aus eher wie aus so einem Ego-Shooter gerade. Die Zwischensequenzen sind ja durchaus ordentlich wieder. Die sind sehr, sehr hochklassig, wobei man schon sagen muss, es gibt ja doch die Konkurrenz, sowas wie StarCraft, also Blizzard-Spiele. Da sehen die Zwischensequenzen vielleicht ein bisschen besser aus. Aber für ein Echtzeitstrategiespiel geht es echt in Ordnung. Ja, und auch die Story ist ja bei einem StarCraft noch ein Tick cooler. Wie sieht es denn bei Company of Heroes aus? Ein bisschen klischeehafter. Wir spielen einen Sowjetoffizier, oder werden in die Rolle eines Sowjetoffiziers versetzt, der aus dem Gulag aus dem Jahr 1952 seine Geschichte nacherzählt. Und es stellt sich so heraus, er möchte der eher menschliche Offizier sein, wo die Sowjetarmee so dafür vielleicht bekannt ist, damals bekannt gewesen ist, dass die sehr viele Menschen einfach in den Tod geschickt haben. Okay, also alles ein bisschen klischeehaft, der sich wirklich fantastisch macht, aber für ein Strategiespiel auf jeden Fall gut. Ja. Aber es kommt ja auch auf das Gameplay vor allem an bei einem Company of Heroes. Und die ist hier wirklich sehr in Ordnung. Also man muss sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Einheiten, die man nochmal mit so im Bereich Mikromanagement nochmal einstellen kann, dass man da sehr viele Taktikoptionen hat. Wie man so jetzt hier so sehen kann, die Grafik ist echt in Ordnung. Also man kann sogar dann eben mit der Alt-Taste dann eben ins Geschehen reinzoomen und gucken, eben wie das aus der Sicht der Einheiten aussieht zum Beispiel. Ja, und die ganzen Sachen aus dem Vorgänger sind ja auch ein Teil wieder Deckungssystem, Spezialfähigkeiten für Einheiten. Du musst wieder, um diese Kontrollpunkte geht es ja wieder. Ja. Das ist ja alles, das beim Alten geblieben. Auch ein bisschen Basisbau gibt es ja schon auch wieder. Ein bisschen, ja. Also am Ende sind es aber nur 3 Gebäude plus ein paar Verteidigungssachen, die man bauen kann, Bunker und sowas. Aber es kommt viel mehr darauf an, dass man weniger Einheiten sinnvoll einsetzt. Dafür ist die Serie bekannt und funktioniert hier sehr gut. Da muss ich jetzt dazu sagen, übrigens, wir haben jetzt nur die Einzelspielerkampagne für dieses Video gespielt. Logischerweise, im Mehrspielmodus konnten wir noch nicht testen, weil wir natürlich vor Release noch keine Spieler da waren. Genau, das war unser Problem. Wir haben aber uns in der Beta schon ausgetobt und da hatten wir einen sehr guten Eindruck von bekommen. Okay, da werden wir uns nochmal drauf eingehen, dann speziell, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ja, und hier sehen wir eine Neuerung im Spiel. Es gibt nämlich Sowjet-Armee und Russland-Winter. Es gibt Blizzards. Und da muss man darauf aufpassen, dass die Einheiten, also die Soldaten, nicht erfrieren. Ist eine kleine, nette Geschichte, finde ich, aber macht das Spiel jetzt nicht komplett anders. Jetzt sind die Blizzards sogar in dem Spiel, das nicht StarCraft heißt. Also, ja, stimmt, ne? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht gehabt, aber das Schleichwerbung ist. Aber sag doch mal was speziell einfach zum Missionsdesign. Ist die Kampagne denn cool? Ist die lang genug? Ist die spannend? Die Kampagne ist einmal lang genug. Es sind 15 Missionen und man ist da gut und gerne schon 20 Stunden beschäftigt. Die Missionen sind abwechslungsreich. Es gibt eigentlich nicht die Mission. Gut, es geht bei diesem Spiel auch kaum von wegen Basis aufbauen, Gegner zerstören. Das ist hier nie der Fall, sondern mal geht es darum, dass man eine bestimmte Stelle verteidigen muss, sich durch eine Stadt durchkämpfen muss. Immer wieder muss man immer schon bedenken, man muss sparsam mit den Einheiten klarkommen und so weiter. Also das passt auf jeden Fall. Ja, ist ja alles eine sehr taktische Angelegenheit und ich denke, es gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Missionen, wo du nur mit so einer Handvoll Truppen unterwegs bist und dann übermächtige Gegner eher ausweichen musst, als sie zerstören. Da gab es eine Mission, da kommen wir gleich dazu. Das war auch so, also allgemein, ich würde mal sagen, 90% vom Missionsdesign ist echt in Ordnung. Es gibt aber ein paar Ausnahmefälle. Es kommt gleich so eine Geschichte, wo wir einen Panzer mit Fußsoldaten zerstören müssen. Und hier geht's los, da kommt der Tigerpanzer. Und der ist natürlich ein bisschen stärker als so ein paar Infanteristen, aber das Problem ist ja, glaube ich, eher die Wegfindung bei dem Ganzen. Ne? Genau, die Wegfindung ist da echt blöd und bei dieser Mission merkte ich aber auch, die Gegner-KI ist nicht darauf auf diese Mission eingestellt. Es geht darum, wir haben eine Handvoll Ingenieure, die können Minen legen, wir sollen diesen Panzer in die Falle locken. Mhm. Aber dieser Panzer will meine Soldaten nicht verfolgen. Und dann denkt man sich so, nein, warum nicht? Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist er endlich über 3 Minen drüber gefahren, muss kaputt gehen. Nichts, da geht es so ungefähr so 2 mm von diesem Lebensenergiebalken geht weg. Mhm. Also das hat mir schon Nerven gekostet. Aber dann eher doch die Ausnahme, weil... Wie gesagt, 90% der Kampagne sind wirklich sehr gut gemacht. Okay. Einzige Nachteile sind, würde ich sagen, die Wegfindung bei Panzern und vor allem bei den Panzerabwehrkanonen. Also das kann auch echt nervig sein. Okay.
Neben der Kampagne gibt es ja jetzt noch einen neuen Spielmodus. Ja. Wie heißt der denn jetzt? Das ist der Theater of War-Modus. Da kann man den kompletten Krieg nachspielen auf beiden Seiten. Also man kann dann auch die deutsche Armee nehmen, die Wehrmacht oder dann eben die Sowjets. Und dadurch, man ist mit der Kampagne 20 Stunden beschäftigt, schätze ich mal, je nach, ne, wie gut man ist. Und dann hier nochmal, auch nochmal echt lange. Mhm. Und dazu kommt dann nochmal der Mehrspieler-Modus. Also man bekommt ein super tolles Paket für das Geld. Kann ich nur empfehlen. Klingt sehr vielversprechend und das, also wer Echtzeitstrategie mag, der ist da gut bedient mit.